Im Felsenmeer kletterten Marina, Mehmet und Ulrich 700 Meter steil bergauf, über Steine und Felsbrocken. Das beliebte Ausflugsziel im Odenwald stellte sich für die drei Teilnehmer als intensive Kraft-Ausdauereinheit dar. Die Muskeln sind müde, doch Martin möchte jetzt den Blick auf einen wichtigen Aspekt des regelmäßigen Trainings lenken. Wir haben heute eine Dehneinheit noch. Ihr wisst, dass im Alltag viele Muskelgruppen verkürzen. Irgendwann merkt ihr durch das Sitzen oder durch die Verhaltensweisen, die man im Alltag hat, zum Beispiel, dass die Schultern nach vorne fallen und man hier einfach zu kurz ist. Oder aber irgendwie habt ihr Rückenschmerzen, ihr seid die ganze Zeit nach vorne gelehnt, seid im Hohlkreuz. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken und flexibel und beweglich zu bleiben, gibt es Möglichkeiten wie zum Beispiel das Dehnen oder auch Stretching genannt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel viel wandern gehen, sind natürlich größtenteils die Beine und Beinmuskulatur Gesäß beansprucht. Von daher gucken wir, dass wir erstmal den unteren Bereich dehnen, bevor wir dann zum oberen Bereich kommen. Stretching ist ein Thema, das ist jetzt nicht sehr spannend. Das ist, jeder will Sport machen und dann wieder aufhören, aber die wenigsten wollen sich dehnen. Dehnen ist zum einen wichtig, um den Muskel wieder lang zu kriegen, der verkürzt, aber auch um einfach mobil und flexibel zu bleiben. Und man kann durch einfache, kleine, schon simple Dehnübungen schon viel rausholen. So, was kann man machen? Ihr könnt euch mal so ein bisschen breiter aufstellen. Guckt, dass ihr ein bisschen Platz habt, rechts, links von euch. Macht die Beine auseinander. So, was ihr machen könnt, ist, ihr geht mal mit der Hüfte erstmal zur Seite, dass ihr innen spürt, ob eine Dehnung zu spüren ist. Merkst du? Innen, der Innenschenkel, genau. Wie lange sollte man dehnen? Mindestens 20 Sekunden. Wechselt mal. Merkt ihr das? Ja. Im Innenbereich? Ja, hier. Ja. Genau. Wenn ihr nichts spürt, schiebt ihr die Hüfte noch ein bisschen zur Seite. Also mindestens zweimal würde ich empfehlen, jede Seite zu dehnen. Und ihr merkt auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt in dieser Position seid und ihr schiebt die Hüfte so ein bisschen nach hinten, verlagert sich der Muskel von dem Innen- auf den Außenbereich so ein bisschen. Ja, spürst du es, Mehmet, oder suchst du noch? Ich suche. Du suchst noch? Ja. Geh mal, welches Bein dehnst du jetzt? Das da. Genau. Im rechten. Und jetzt gehst du so weit rüber und gleichzeitig mit der Hüfte so. Und streckst den Po schön weit raus. Und guckst mal, wann du vielleicht den hinteren Anteil noch mehr spürst. Kommt da was an? Wenn nicht, würde man noch weiter das Bein strecken zur Seite. So, und dann hier so nach hinten, so ein bisschen. Ja? Meinst du, dass dieser Bereich genau, das dann kommt eher so ein bisschen nach hinten. Okay. Marina, merkst du da ein bisschen was? Also es ist nicht unbedingt hinten, aber es ist schon unterschiedlich. Okay. Ja, genau. So ging es mir auch. Genau, also wenn das weniger spürbar ist, würdet ihr auf den Boden oder weit auseinander gehen und dann die Hüfte weit nach hinten, der Oberkörper weiter nach vorne. Jetzt mach ich gleich Spagat. Ja, ihr könnt auch die Arme nach vorne nehmen und den Po mal schön weit nach hinten strecken. Das kann man theoretisch auch im Knien machen. Ja, dass wenn ihr mit dem Bein, was ihr knickt, euch hinkniet und dann den Po nach hinten streckt. Okay. Wie gesagt, mindestens 20 bis 40 Sekunden würde ich euch empfehlen. Und schön lang den Muskel machen. Ja? So, lockert die Beine zwischendrin. Wenn man natürlich die Oberschenkel und die Waden sehr beansprucht beim Hochsteigen, Wandern, Klettern, gehört natürlich die vordere Obermuskulatur dazu. Entweder könnt ihr euch ein bisschen festhalten gegenseitig oder irgendwo am Felsen. Nehmt ein Bein, winkelt es an und macht Folgendes. Wichtig ist, den Po anzuspannen bzw. die Hüfte nicht nach vorne klappen zu lassen, sondern schön gerade. Ja, genau. Vorderer Oberschenkel, wie gesagt, geht nicht, fällt nicht ins Hohlkreuz. Aber ich krieg Krämpfe, wenn ich es mache. Ja, aber hier kriege ich die Krämpfe. Ja, also wenn du Krämpfe hast bei bestimmten Übungen, merkt man einfach, dass da Flüssigkeitsverschiebung im Muskel ist. Heißt, es ist höchstwahrscheinlich die Vorbelastung oder aber du hast zu wenig Mineralien im Körper, auch Salze, also es ist nicht nur Magnesium. Würde bedeuten, die Übung öfters machen bis zu dem Krampf. Und du wirst merken, je öfter du diese Übung machst, das ist das eine, wird es weniger. Und gleichzeitig halt auf Wasserhaushalt achten. Aber schön zu wissen, dass ich auch einen Muskel habe. Ah ja, natürlich, klar hast du da einen Muskel. Okay.
Der Anteil oder die Anteile, die das Becken hier nach vorne ziehen, ja, das ist unter anderem auch der Oberschenkel, vordere Oberschenkel, aber auch ein Muskel, der von hier hinten durch das Becken durchgeht. Und den haben wir auch schon mal gehabt, und zwar einen Ausfallschritt, wo ihr einen langen Schritt nach vorne macht, die Hüfte kippt und gleichzeitig Gesäß und Bauch anspannt, dass ihr es möglichst hier im Hüftgelenk spürt. Ja, warum die Anspannung? Wichtig ist hier, das Gelenk auch zu schützen. Während ihr den Po angespannt habt, schützt ihr auch euer Gelenk. Und geht nicht einfach rein und knallt in das Gelenk hinein. Das kann auch auf Dauer Probleme geben. Ja, das heißt, schön fest haben und nach vorne gehen und spüren, wann kommt der Schmerz. Das ist das, was euch die Hüfte wieder richtet, unter anderem. Ja? Wer das nicht spürt, obwohl es relativ schnell geht, kann das hintere Bein auch, wie du eben, am Stein ein bisschen erhöhen. Entweder am Stuhl, Sofa, kleine Erhöhung, wo man das Bein knickt und hinten anlehnt. Das könnt ihr super zum Beispiel auch im Alltag im Büro zwischendrin machen. Da braucht ihr nichts dazu. Ausfallschritt kannst du überall machen, ja, am Schreibtisch, wo auch immer. Und immer wieder zwischendrin mal dehnen oder einrotieren ein bisschen. Ja, kannst du auch dynamisch machen. Nachdem ihr beide Hüftgelenksbeuge habt, haben wir die Oberschenkel, können wir nochmal die Waden machen. Bei ganz vielen Joggern, die haben Wadenprobleme oder beziehungsweise Achillessehnenprobleme. Und um da ein bisschen Dehnung reinzukriegen, gibt es mehrere Übungen. Ich zeige euch mal eine typische Übung. Ihr geht euch, lehnt euch an einen Stein und streckt mal das hintere Bein mit der Ferse weg und die Ferse hin zum Boden. Und ihr drückt so ein bisschen zum Boden, ein bisschen eine Dehnung spürt, eher im oberen Wadenbereich. Versucht auch da wieder nicht ins Hohlkreuz zu gehen, schön gerade zu bleiben. Sucht euch mal einen Stein. Ihr merkt, das sind alles Übungen, die kann man überall machen. Da braucht ihr keine Geräte oder irgendeine Matte dafür. Das könnt ihr schön im Stehen absolvieren. Gut, wir haben jetzt die Waden, wir haben die Oberschenkel, wir haben das Hüftgelenk. Was wir noch nicht haben, ist der hintere Oberschenkelanteil. Dazu wäre es gut, wenn ihr ein Bein irgendwo höher ablegen könnt, zum Beispiel auf einen Stein. Legt ein Bein oben drauf und dann lehnt ihr euch mit geradem Rücken nach vorne, bis ihr eine Dehnung spürt. Das Ganze könnt ihr mit flachem Fuß machen oder mit angezogenen Fuß. Also ist der Fuß angezogen, habt ihr mehr Nerven dabei, weil es gibt keinen Muskel, der von der Fußspitze bis hier oben zieht. Aber es sind Nerven. Das heißt, Nerven wollen kurz angedehnt werden, aber nicht die ganze Zeit gestresst. Und wenn der Fuß entspannt ist oder das Bein ein bisschen angewinkelt, dann könnt ihr mehr Muskelanteile dehnen. Das ist wichtig, weil der hängt hier am Gesäß und am Becken auch noch dran. Und den dürft ihr auch noch mal mitnehmen. Ja? So, Marina, du bist schon sehr weit oben. Achte darauf, dass du aber hier noch gerade bleibst, ja, dass die Hüfte nach vorne zeigt. Und wenn du merkst, dass es vom Nerven her ist, dass du die Nerven dehnst, dann kannst du auch den Fuß nur anziehen und wieder strecken. Das wird auch schon reichen. Ja? Mhm. Du merkst auch den Unterschied, gell? So, ihr Herren, spürt ihr das? Ja. Seid ihr gut dabei? Und wenn ich das so anziehe, dann kribbelt es in der Fußsohle und überall. Also. Genau, das ist nämlich der Nerv. Und die Nerven wollen nicht lange gedehnt werden. Das ist wichtig. Ja? Oberschenkel haben wir. Wir können ein bisschen die Seite machen jetzt. Ja? Das heißt, unten können wir einen Haken dran machen. Hier oben machen wir ein bisschen die Seiten nochmal auf. Ganz oft merkt man das, dass die Leute schief stehen und dass ein gewisser Anteil hier verkürzt ist. Und um das da hier ein bisschen aufzudehnen, auch zur Hüfte abwärts, können wir Folgendes mal machen. Ihr stellt euch mal an so einen Felsen wieder ran und mit dem inneren Bein übersetzt ihr einmal rüber. So, ja? Und jetzt lehnt ihr euch mal mit der Außenseite so dagegen. Am besten wäre es, wenn man sich irgendwo festhalten kann. Ja? Die Hüfte schiebt ihr nach außen und macht euch mal hier schön lang, dass hier die Hüfte sich öffnet und ihr die komplette Seite. Ja? Nicht nur dagegen lehnen, sondern weglehnen letztendlich. Ja, so. Okay, dann merkst du hier diesen Anteil. Spürst du es? Ja. Genau. Okay, auch hier wieder 20 Sekunden mindestens, eher so 30 bis 40. Soll man noch atmen zwischendurch, oder? Ja, entspannt bitte. Versucht mal nicht, die Luft anzuhalten und zu pressen, sondern ganz normal weiteratmen, so gut es geht. Nicht anhalten, die Luft. Ja? Wir machen eine ähnliche Bewegung. Gerade die ganzen Alltagsbewegungen, dadurch, dass sie nach vorne ausgerichtet sind, ja, im Alltag, egal was ihr macht, ob ihr am Schreibtisch sitzt, kocht, was auch immer, alles ist nach vorne.
Und diese Bewegung ist immer eingeschränkt. Und deswegen ist es wichtig für euch, für uns, diesen Anteil, auch den Brustmuskel, aufzudehnen. Also die Dehnung der Brustmuskulatur könnt ihr super am Türrahmen zum Beispiel machen. Kommt bei ihr zwei her, dann improvisieren wir mal den Türrahmen. Wenn ihr jetzt so da steht, ja, und ihr seid der Türrahmen, stellt euch einfach mal so hin. Ich nehme jetzt die Hände entweder runter oder hoch und mache einen Schritt durch euch durch und dehne mich jetzt. Ja. So kann man das im Alltag machen. Immer wieder vorne öffnen. Wie gesagt, die Arme können unten sein, die können auch oben sein. Wichtig dabei ist, wenn ihr das macht, dass die Schultern nicht nach vorne klappen und ihr irgendwo hier die Arme hinten habt, weil dann habt ihr nicht den Brustmuskel drin. Ja? Also Schulter ist immer nach hinten unten gerichtet und dann den Brustkorb nach vorne ausrichten, also nicht hier zusammenklappen, weil ihr genau diesen Anteil hier dehnen wollt. Okay? Mhm. Wenn wir keinen Türrahmen haben, könnt ihr das auch an der Wand machen oder hier jetzt am Felsen. Ihr nehmt eine Hand nach hinten, ein Fuß nach vorne und ihr lehnt euch hier rein, dass ihr letztendlich euch reindreht und den Brustmuskel sucht und fühlt, wo er verkürzt ist. Ich glaube, wir haben uns jetzt genug gedehnt. Man hat natürlich noch viele andere Möglichkeiten, alles durchzudehnen, aber fürs Erste reicht's. Ihr habt eine Orientierung, was man machen kann. Für nächstes Mal habe ich was für euch vorbereitet, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Von daher lasst euch überraschen. Wir werden auf jeden Fall was Gemeinsames erleben. Wieder. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und seid fleißig. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonnier den Channel, aktivier die Glocke, schau dir das letzte Video an und hier findest du die Playlist.